So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen hier zur Entity Racing WRX Isle of Man. Heute den Rennen 11 und das heißt Finale von dieser Saison, von der Season 2B. Und wir sind heute auf dem Fuji International Speedway. Und dann gehen wir mit euch natürlich mal einen kurzen Blick hier über die Tabelle. Und da sehen wir schon hier auf dem ersten Platz der Iceman Alpha mit 448 Punkten. Das sind 50, 49 Punkte, bisschen mehr sogar. 50, 57 Punkte Vorsprung vor dem Hagi. Und das heißt, der Iceman hat hier auch die Season 2B für sich entschieden, weil maximal sind 45 Punkte möglich in beiden Rennen. Und das kann der Hagi leider nicht mehr erreichen, hier den Iceman zu schlagen. Auch wenn selbst der Iceman hier nicht mitfahren würde, wäre er auf jeden Fall der Champion. Und das zum fünften Mal in Folge. So, der Hagi auf 2 mit 391 Punkten. Und auf Platz 3 der Lancer 3 war mit 308 Punkten vor dem Dead, der 294 Punkte haben. Hier ist natürlich noch der dritte Platz offen. Da kann der Dead oder der Lancer hier den dritten Platz für sich entscheiden. Das werden wir sehen, welche Punkte hier eingefahren werden in beiden Rennen. Der Jim Carroll auf der 5 mit 248 Punkten. Oa Entity Racing auf dem 6. Platz mit 217 Punkten. Chaos Racer 207 Punkte auf der 7, Strati auf der 8 mit 197 Punkten, der Milchkutscher auf der 9 mit 191 Punkten, dann der Manausen mit 185 Punkten auf der 10, Starfighter, der Hossi mit 148 Punkten auf Platz Nummer 11 und auf der 12 der Ciao bis dann mit 141 Punkten, der heute leider nicht mitfahren kann, krankheitsbedingt. Da wünschen wir den Mike, den Michael, ja, dem Ciao bis dann natürlich eine gute Besserung und freuen uns natürlich dann auf der nächsten Saison, wenn er wieder mit dabei ist. So, und der Nick ist, denke ich mal, schon mit in der Party. Ich weiß es nicht genau. Ja, hallo. Ich hoffe, man hört mich. So, dann müssen wir nochmal gucken. Willkommen zum Finale. Hörst du mich, Marco? Man hört dich nicht. Man hört mich nicht. So wie es ausschaut. So, erstmal moin in den Chat. Hört man den Nick? Hallo, guten Morgen, servus, grüß euch. Hört man mich? Ah, ich glaube, man hört dich. Ich weiß es nicht. Kann einer im Chat mal sagen, ob man den Nick hört? Hallo, Superhero. Ja, da gibt's keine Antwort. Ganz leise hört man dich, ganz leise. Okay, ich werde lauter reden. Ich muss mal gucken, ob man hier noch was machen kann am Ton. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ich werde es wieder mal probieren. Also noch einmal herzlich willkommen zum Saisonfinale der WRX im Rahmen der Entity E-Racing Series. Ich hoffe, man hört mich jetzt. Wie schaut es aus? Aber ich habe es jetzt so hoch gedreht, wie es geht. Etwas besser, okay. Ja, etwas. Gut. Du hast eh schon die
Die Tabelle durchgegangen, habe ich gesehen. Ich werde jetzt noch schnell die Startquelle, also die Startreihenfolge eingeben. Da kannst du noch eventuell über das heutige Finale am Nachmittag kurz plaudern. Genau. Heute um 14 Uhr ist dann natürlich noch das Hammertime-Finale. Das wird gefahren auf Sadena A. Und da müsste man hier nochmal kurz gucken, ob ich hier noch... Moment, das war gleich. Milchkutscher fehlt auch, sehe ich gerade. Milchkutscher ist auch noch nicht da, ja, richtig. Und zwar in der Hammertime sind 12 Fahrer. Ich hoffe, das sind alle dabei. Das wäre einmal der Blescott Bua, El Patroni, Damabata, Iceman Alpha, Lancer Treiber, der Marcel Racer 88, der Jim Carroll, der Hagi, der Batet, der Nick natürlich, GF Dead, Blackie Leopard und der Milchkutscher wären im Finale mit dabei. 12 Fahrer. Wie gesagt, das fängt heute um 14 Uhr an. Und im Hammertime-Finale ist es natürlich so, der, wo da den Sieg einfährt, egal wie viel Rennen er in den Vorrunden teilgenommen hat, der, wo natürlich im Finale hier den Sieg einfährt, ist dann auch der Hammertime-Champion. Das Ganze, wie gesagt, heute ab 14 Uhr hier in der Live-Lobby bei mir wieder auf dem Kanal zu sehen. Aber, wie gesagt, jetzt erstmal das Finale der WRX Isle of Man. Wir haben wieder ein Sprintrennen und ein Hauptrennen. Und wie gesagt, Iceman Alpha ist natürlich hier schon nicht mehr einholbar vom Hagi. Er hat hier den Pott zugemacht im letzten Rennen, da der Hagi da leider ein Disconnect hatte im Sprintrennen. Und somit die Chance nicht mehr hat hier, weil es gibt maximal 25 Punkte, wie gesagt, wenn beide Rennen gewonnen werden. Und das kann der Hagi leider nicht mehr aufholen auf den Iceman. Und somit der Iceman jetzt hier schon der Champion der Season 2B. Der Hagi hat sich den zweiten Platz, weil auch Lancer Driver kann keine 80 Punkte mehr aufholen auf den Hagi. Und somit ist es noch spannend, wer Dritter wird, der Lancer Driver oder der Dead. Die liegen momentan 14 Punkte auseinander. Da ist auf jeden Fall noch alles offen bei denen und natürlich auch in den hinteren Rängen ist auch noch ein bisschen was möglich. Und Swissy, guten Morgen, grüße dich, Servus. Schön, dass du mit reinschaust. So, Safety Car ist schon auf der Strecke. Safety Car ist schon auf der Strecke, jawohl, dann gehen wir mal rüber in die Live-Szene. Aber da kann sein, dass man dann den Nick sogar ein bisschen doppelt hört. Wir probieren das Ganze einfach mal. Während dem Fahren werde ich dann eh weniger reden. Ja, da hört man. Also ich habe ein Echo drin. Ich denke, da hört man doppelt. So. Ah, ich muss da eh wissen, der Motorsound ist ein bisschen zu leise. So. Da sind wir. Und dann schauen wir mal. Da haben wir das Safety Car. Der Nick hier. Wer hat das Safety Car gerade? Alle anderen Fahrer sich natürlich hier wieder dahinter formatieren. Ich glaube, jetzt ist ein bisschen zu laut. Der Motor sollte ein bisschen runterdrehen. So. Okay. Und die Bergziege. Grüße, Arim, Servus. Schön, dass auch reinschaust beim Finale. Und Maggie, guten Moin. Servus, herzlich willkommen hier natürlich beim Finale der WRX. Hier live auf dem Fuji International Speedway. Im Land der aufgehenden Sonne. So, ich bin jetzt auch wieder auf der Strecke mit dem richtigen Fahrzeug. Somit werde ich dann mein Mikro muten und das Rennen starten. Ich wünsche alles euch klar. Viel Spaß. Dann machen wir das dann. Viel Glück, viel Spaß. Und toi, toi, toi. Bis nachher zur Pause nach dem Sprintrennen. Jawohl.
Und das Finale hat begonnen. Wir hoffen, dass natürlich heute alle gut wegkommen. Dass hier keiner diesen Disconnect hat oder diesen Startbug, wie es leider in der Vergangenheit ist. Ich hoffe, wir kriegen heute ein schönes Finale durch hier. Sieht man die Ampel. Ja, wir müssen das so machen. Da haben wir das meiste im Überblick. Let's go! Alle sind gut weggekommen. Das ist sehr schön. Wo sie hier auf der 1. Gleich im Angriff hier der Lancer Driver. Lancer geht vorbei, Jim geht vorbei, Entity geht vorbei. Hossi hier sehr weit rausgekommen. Das speichern wir uns mal kurz ab. Das müssen wir dann nochmal ankicken hier. Wie gesagt, auf der 1 der Lancer Driver. Halbe Sekunde hier vor dem Jim, hat hier den besten Start erwischt. Geht hier als erster in die ersten Kurven. Gefolgt, wie gesagt, vom Jim Carroll. Auf 2, auf der 3, Entity Erasing hinter der Chaos Racer, der natürlich auch in der Tabelle direkt hinter Nick ist mit 207 zu 217 Punkten. Da wird es natürlich auch nochmal spannend, welche Platzierung sich hier die Jungs an. Und da hinten der Manu, der ist schon ziemlich weit rausgekommen. Auf der 7, dann haben wir den Hagi. Hinter dem Manu, hier im Bild. Dann der Strati auf der 9. Und der Hossi hier auf der 10, auch leicht hier im Drift um die Strecke. So, dann gehen wir mal hier kurz in die Wiederholung. Und zwar hier den Manausen an. Ah, da ist er zu weit rausgekommen hier. Diesen Askimit, aber Fahrzeug auf der Strecke gehalten, dann wieder gut drauf gekommen, ist jetzt hier direkt hinter dem Iceman. Und wir gehen zurück auf die Live-Szene und moin Ralf, grüße dich, servus, schön, dass du reinschaust. So, Lancer nach wie vor hier auf der 1, 1,6 Sekunden hat er jetzt schon vorgesprungen vor dem Team. Und hier sehr gut momentan hier mit der Strecke zurecht. Gefahren werden natürlich 8 Runden in diesem Sprintrennen. Jetzt sind schon 2 Sekunden, hat er hier schon Vorsprung vor dem Jim Carroll, der hier auf Platz 2 unterwegs ist. Die Rennsemmel Buddy ist hier vorne mit dabei heute im Sprintrennen. Versuchen natürlich auch noch so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Und natürlich beim Lancer geht es hier um Gesamtplatz 3 in der Gesamtwertung. Und deshalb versucht er natürlich hier auch vor dem Dead zu bleiben. Und das sieht momentan ja sehr gut aus. Iceman Alpha, der die Saison schon für sich entschieden hat, hier auf Platz 3 momentan, der kann das natürlich locker angehen. Dann der Agi, Platz 2 in der Gesamtwertung, auch nicht mehr einholbar vom Lancer, somit Iceman die Saison gewonnen vor dem Hagi. War eine spannende Saison auf jeden Fall, Hagi hat halt natürlich versucht hier den Iceman vom Thron zu stürzen, aber leider ist ihm das nicht gelungen, vielleicht in der nächsten Saison, aber er hat dem Iceman hier schon ordentlich Parole geboten in dieser Saison. Und da Markus, servus, grüße dich, schön, dass du reinschaust und vielen Dank natürlich für dein Follow. Agi versucht jetzt natürlich auch hier den Iceman nochmal zu attackieren. Vati auf der 5. Unterwegs 1,7 Sekunden hinter dem Agi, 1,2 Sekunden vor dem Dead. Kämpft natürlich auch noch
mit um den Platz 3 in der Gesamtwertung, aber dafür müsste er vor dem Lenzer ins Ziel kommen in beiden Rennen, dass er hier sich den dritten Platz noch in der Gesamtwertung holen kann. Manu, der Bruder hier von Jim, der Mann außen auf der 7 momentan, halbe Sekunde hinter Dad, halbe Sekunde vor Chaos Racer. Und Flo, Mahlzeit, moin, grüße dich, servus. Hier natürlich der Chaos Racer wieder den aerodynamischen Scheibenwischer am Start. Dann der Veranstalter, der Nick Entity Racing hier momentan auf Platz Nummer 9. Und hier auch gleich einen schönen Drift hingelegt, eine Drifteinlage mit seinem Subaru. Aber Fahrzeug wird auf der Strecke holen und der Hossi hier gleich vorbei. Ja, Hossi ist vorbei gehuscht hier. Aber Nick wird jetzt gleich versuchen, hier im Windschatten den Hossi sich wieder zu greifen. Als erstes in die Kurve ist auf der Innenbahn die bessere Bahn und kann hier den Hossi sich wieder zurückholen. Vorne Lenzer, 3,7 Sekunden schon Vorsprung auf den Jim. Schnellste Runde natürlich auch mit der 1:39.035. Und ihr lieben GT-Fahrer, schon die einmal im Grenz abgeholt in GT7? Nee, ich noch nicht. Ich habe die Woche keine Zeit. Ich bin gerade unter der Woche jetzt immer unterwegs. Deswegen bei Gelegenheit werde ich mal reinschauen. 4 Sekunden jetzt hier der Abstand zwischen Lancer und Jim. Oh, und da kommt der Lancer sehr weit raus. Ja, Jim auch 3 Sekunden vor dem Hagi. Hagi vorbei am Iceman. Sekunden hier der Abstand zum Champion. Strati auf der 5 kommt jetzt hier hinten in Druck natürlich vom Dead und da hinten kommt der Manu. Mann außen. Versucht hier aus dem Windschatten auszubrechen, aus dem Dead. Gleich schafft er hier mit dem doppelten Windschatten gleich beide zu kassieren. Jetzt aber erstmal der Dead gegen Strati. Strati hat hier die Nase vorn. Wollte den Angriff hier vom Dead abwehren. Oh, Dead, kleiner Quersteher. Unruhiges Heck im Subaru. Und Manu ist dran. An den beiden hier. Ich habe mir den Motor zusammengehört. Du hast einen Motorschaden gehabt? Ja, bin gerade in der Box. Dann werden wir mal gehen. Ob wir hier. Das nehmen wir leider nicht mehr, oder? Nee. Sehr besser, wenn du. War schon zu spät, leider. Gott sei Dank. Okay. Also, Nick hatte hier einen Motorschaden gehabt. Haben wir leider nicht mehr in der Wiederholung sehen können. War schon zu weit weg. Lancer 3 war hier. 6,8 Sekunden Vorsprung schon vor dem Jim. Auf der 2, Iceman direkt dahinter, 0,3 Sekunden. Und der Swiss Racer hat schon ausgegeben die Credits, das schreibt er gerade. Und Hagi muss jetzt aufpassen, kommt hier im Druck von Iceman. Iceman jetzt direkt dahinter, hinter dem Hagi, im Windschatten. Versucht hier natürlich den Hagi wieder zu überholen. Ich meine, er kann es locker angehen, aber er ist ein Racer, ne? Ein Racer kämpft natürlich bis zur letzten Meter. Ist direkt dahinter. Beide nebeneinander. Agi hält die Nase vorn. Aber jetzt auf der Innenbahn, der Iceman. Beide nebeneinander in die Kurve und Agi
verteidigt hier seine Position wieder. Macht hier die Tür zu. Jetzt muss natürlich auch der Jim aufpassen, weil die zwei kommen immer näher. AG muss jetzt nach hinten und nach vorne aufpassen und da greift der Iceman erneut an und geht jetzt innen vorbei. Am HG. Und der Jim konnte sich jetzt durch das Duell wieder ein bisschen absetzen. Eine Sekunde hat er jetzt Vorsprung. Iceman setzt sich hier auch vom HG wieder ein bisschen ab. Vorne Lancer 8 Sekunden vor dem Gym. Vorletzte Runde hier für ihn. Gym muss wie gesagt jetzt nach hinten aufpassen. Da kommt der Iceman und der HG natürlich angeholt. HG jetzt wieder dran am Iceman. HG versucht den Iceman wieder zu attackieren. Oh, und da gab es den Unfall. Da gab es die Berührung. Da sind beide aneinander geraten. Das gucken wir uns in der Wiederholung nochmal an. Da hat auch keiner nachgegeben von beiden. Die wollten halt beide hier. Wollten es wissen. Und er versucht hier außen. Und Iceman drückt hier, so wie es aussieht, den HG raus. So sah es aus. Das muss man dann natürlich mit den Stewards abregeln, ob das hier so war. Aber so wie es aussah, hat der Iceman hier den HG ins Aus befördert. So, Dead ist jetzt auch auf der 5, kommt langsam näher. Durch den Unfall hat natürlich der HG jetzt hier 3 Sekunden verloren auf den Iceman. Iceman auf der 3, eine Sekunde hinter Jim und Lancer 9 Sekunden auf der 1. Wie schaut es hinten aus? Entity natürlich nach seinem Motorschaden, der Nick hier 46 Sekunden hinter dem Hossi. Hossi auf der 9, 12 Sekunden hinter dem Strati. Strati 0,7 Sekunden hinter Chaos Racer. Er kommt auch langsam näher, er versucht hier in der letzten Runde wahrscheinlich auch nochmal was zu reißen. Letzte Runde ist angegriffen, aber wir gehen natürlich jetzt hier auf den Lancer und fahren die letzte Runde hier beim Lancer natürlich mit. Sekunden Vorsprung. Lancer hier super Runden gefahren. Ohne Fehler. Fehlerfreies Rennen bis jetzt hier beim Lancer Treiber. Jetzt geht es hier durch die Schikane. Noch die letzten Kurven bis zur Startzielgeraden. Ersten Platz vor dem Dead. Dead auf 5 und somit geht es hier in Richtung Gesamt-Drittplatzierten. Für den Lancer herzlichen Glückwunsch erstmal für den Sieg im Sprintrennen an den Lancer-Treiber. Herzlichen Glückwunsch für Platz Nummer 1 im Sprintrennen. So, Jim, gib Gas, lass dich hier nicht vom Iceman überholen. Genau, block ihn. Und dann holst du dir hier den zweiten Platz. Das macht er auch. Der holt sich hier den zweiten Platz. Ein Iceman. Ah, HG ist noch am Iceman vorbeigezogen. HG auf der 3. Iceman auf der 4. Dead auf der 5. Manu auf der 6. Chaos Racer auf der 7. Dann der Strati. Platz Nummer 8. Hossi kommt hier als 9. ins Ziel. Und die letzten Runde gehören dem Nick. Die letzten Meter sind für dich live im TV hier. Entity Racing, der Veranstalter dieser Serie. Die letzte zwei Kurven.
die auch noch hinkriegen irgendwie? Ja, geschafft. Und dann wieder übers Ziel als Zinder. Mit einer Chaosräser eben hier auch zwei Plätze abgenommen und seine Punkte ausgebaut. So, dann gehen wir nochmal übers offizielle Ergebnis. Achso, mal herzlichen Glückwunsch, Sieg für den Lenzertreiber. Holt sich hier den Sieg im Sprintrennen und baut natürlich hier den Vorsprung auf den Dead aus in der Gesamtwertung für den dritten Platz. So, dann gehen wir über das Rennergebnis nochmal. Da haben wir hier den Lenzer, wie gesagt, auf der 1 vor dem Jim. Hagi hat den Iceman hier noch auf der Ziellinie überholt. Auf Platz 3, Iceman auf der 4. Dead auf der 5, Manu auf der 6, Chaos Racer auf der 7, Strati auf der 8, der Hussi auf der 9 und Entity Racing auf Platz Nummer 10. Schnellste Runde ging hier an den Iceman in der 5. mit einer 1:38.034. So, und dann gehen wir nochmal kurz hier rüber in Stelling. Da hören wir vielleicht den Nick nochmal. Ja, Gratulation natürlich ans Podium. So wie es ausschaut, glaube ich, hat sogar Iceman dann den Platz sogar zurückgegeben. Ich glaube, er hat dann gemerkt, dass er ein bisschen zu hart war. Ja, genau. Ich glaube, er hat ihn dann absichtlich zurückgegeben, genau. Aber trotzdem, so wie ich ihn mitbekommen habe, ein schönes Rennen, bis auf meines. Aber da bin ich selber schuld. Ich hoffe, es geht im Hauptrennen jetzt besser. Ja, hoffen wir auch. Wir haben es halt leider nicht mehr gesehen in der Wiederholung, war so lange her schon, konnte ich ihn einnehmen. Ja, genau. Und ja. Die Frage an den Swiss Racer, ja, der Subaru hat einen klappbaren Flügel. Ja, wie bei der Formel 1 kann er den Flügel senken, öffnen, um schneller zu gehen. Beim Anbremsen in der Kurve wird er aufgestellt und auf der Geraden kann er ein bisschen abgeflacht werden. Das ist das Gute an dem Subaru. Da können wir dann nochmal im Rennen vielleicht zeigen, eine Einstellung auf den Heckflügel, und dann sieht man das nochmal. Auch der Klang ist natürlich auch was Gutes von dem Auto, und wenn man sich einmal an das Auto gewöhnt hat, es liegt natürlich schon anders, ist anders zu fahren, ist ein Allrad, aber es macht einen irren Spaß, mit dem Auto zu fahren. Also wirklich, wenn ihr das Auto in der Garage habt und noch nie gefahren seid, probiert es einmal aus. Gibt's ein bisschen eine Zeit zum dran gewöhnen und dann hat man wirklich einen super Spaß damit. Nee, das macht der Flügel von alleine. Das muss man nicht aktivieren. Der öffnet sich und... Man muss das schon aktivieren. Okay. Das DAS wird verfügbar ab 140 Stundenkilometer. Und dann muss man natürlich den DRS-Knopf drücken und gedrückt halten. Sobald man den Knopf auslässt, geht der Flügel wieder rauf. Okay, also Swiss Racer. Man muss ihn auch aktivieren, hast du gerade gehört. Kann man aktivieren. Genau, wir zeigen es dann nochmal im Rennen in der Einstellung. Versuchen wir das nochmal ranzuholen. Gehe ich mal in die Flügeleinstellung rein. Und dann zeigen wir euch das nochmal. Gut. Wie gesagt, heute um 14 Uhr dann das Finale der Hammertime hier auf dem Kanal. Und jetzt geht es erstmal mit schnellen Schritten in das Hauptrennen. Und nicht vergessen, auch nächstes Wochenende am Samstag um 14 Uhr gibt es ein Finale. Da kommt die Gruppe 3 Championship zum Finale. Und dann haben wir Osterpause, circa 1 bis 2 Wochen, und dann geht es wieder los mit der Auswahl, mit der Auslosung der Strecken und der Startpositionen für die nächste Saison. Richtig, genau. Wie gesagt, heute Finale WRX und Finale Hammertime und dann erstmal 3 Wochen Pause. Nächste Woche noch das Finale in der Gruppe 3, selbstverständlich, beim Nick auf dem Twitch-Kanal zu sehen und dann erstmal 2 Wochen Rennpause. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch in das Hauptrennen. Ja, 2 Minuten haben wir noch. Zwei wir Minuten. Haben immer 5 Minuten Pause dazwischen. Okay, dann. 5 Minuten, damit man was trinken kann als Fahrer.
Richtig, dann gehen wir mal in die Live-Szene. Gucken wir mal, ob wir hier so einen Flügel sehen. Bei jemanden. So, eine Minute, dann geht sie schon los. Ach, warten natürlich, also müssen wir dann wirklich warten, bis wir im Rennen sind, dass wir sehen, wie der Flügel dann hoch und runter gemacht wird. Da hat man es jetzt gesehen. Und beim Dead hat er sich gerade bewegt gehabt, der Flügel. Finale hat begonnen. So, das heißt, wir gehen hier ins Hauptrennen. So, let's go it. 24 Runden. Und jetzt doch mal viel Glück an die Fahrer. Funktioniert. Mal drin. So. Da ist wieder die Ampel. Und let's go. Alle kommen gut weg. Jawohl, das sieht sehr gut aus. Somit gehen wir hier auf den Nick, der hier als erstes ins Rennen geht. Strati auch schon außen. Oh, der Strati. Ja, 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 ja. Da hat er zu viel Wolle. Der Strati geht da gleich mal ins Aus. Oh, Chaos Racer auf der 2. Rossi auf der 3. Iceman auf der 4. Hagi auf der 5. Manu auf der 6. Jebdet auf der 7. Dann haben wir den Manu jetzt auf der 7. Der ist gerade vorbeigegangen. Dann der Jim. Lancer auf der 9. Strati hier auf der 10. Da schauen wir noch mal rein, was der Strati hier macht. Wenn wir es noch mal sehen. Ah, nee. Was ist das da? So. Da hast du es gesehen, Swizzy. Da ging der Flügel hoch runter beim Nick. Genau, sagt es DRS, dass man sich wieder ransaugen kann an das andere Fahrzeug. Hier auch beim Strati zu sehen. Der Chaos Racer hat ihn jetzt flachgestellt, den Flügel. Ist hier der Hagi, besser gesagt. Und hat sich jetzt hier rangesaugt an den Hagi und jetzt ist er vorbei und dann geht der Flügel wieder hoch. So, neuer Zwischenstand. Entity auf der 1, Iceman auf der 2, Hagi auf der 3 und Chaos Racer auf der 4 hat hier den aerodynamischen Scheibenwischer wieder am Start. Schnellste Runde. Entity E-Racing 1.43.431. Auf der 5, Dead auf der 6, Lancer auf der 7, Ossi auf der 8, wird jetzt hier gerade vom Strati überholt. Innen geht der Strati vorbei am Ossi. Und auch der Mann nach außen versucht hier vorbei am Ossi. Und da ist der Mann vorbei, aber was sie hier auf der Innenbahn wieder gekontert. Ging hier innen wieder rein.
auch schöne Duelle hier auf den hinteren Plätzen. Ist natürlich auch schön zu sehen. Aber 0,3 Sekunden der Vorsprung vom Nick vor dem Iceman. Iceman direkt dahinter jetzt im Windschatten hier. Und auch der Hagi ist mit dran. Hagi versucht natürlich hier den doppelten Windschatten und geht außen. Heftig hier an. Versucht hier außen vorbeizugehen an beiden. Doppelten Windschatten sich geholt. Und ist jetzt auf der Innenbahn. Denke ich mal, dass er sich hier den Vorteil holen kann. Iceman geht hier am Nick vorbei. Aber der Nick hat hier nochmal gekontert und der Hagi ist wieder zurückgefallen auf die 3. Das gucken wir uns in der Wiederholung nochmal an. Da war der Hagi vorn. Und jetzt geht es hier in die Kurve. Ah, da ist ein bisschen verbremst. Da ist ein bisschen verbremst der Hagi. Und die anderen zwei können hier wieder vorbeigehen. Aber schönes Überholmanöver. Iceman jetzt auf der 1 vor dem Nick. Hagi auf der 3. Und dahinter auch hier. Jim geht am Chaos Racer vorbei. Nebeneinander. Gehen sie hier durch die Kurve. Chaos Racer kann hier nochmal kontern. Aber Jim bleibt hartnäckig. Versucht natürlich wieder hier den Chaos Racer auszukontern. Irgendwie. Oh, Chaos Racer. Im Drift. Und das ist die Chance hier für den Jim vorbeizugehen. Aber Chaos Racer erneut hier seine Position verteidigen. Und jetzt sind Dead Lancer Driver auch noch mit im Bilde. Lancer versucht jetzt hier natürlich den Jim seinerseits zu überholen. Doppelter Windschatten. Mischt da noch mit. Schönes Viererduell hier um die Plätze 4, 5, 6 und 7. Und Jim vorbei am Chaos Racer. Ist jetzt auch direkt hinter dem Chaos Racer. Sucht jetzt hier auch den Windschatten sich zu holen. Noch muss er zurückstecken hier. Aber bleibt dran. Natürlich gibt es jetzt auch noch einen Boxenstopp für den Sprit. Reifenverschleiß ist natürlich aus. Chaos Racer gegen Jim. Oh, da war es aber eng hier. Da war es aber ziemlich eng. Das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Hagi setzt mich ordentlich unter Druck. Oh, da gab es die Berührung zwischen Chaos Racer und Jim. Das war in der Wiederholung. Und der Nick wurde unter Druck gesetzt vom Hagi. Hagi vorbei am Nick. Wir gucken das auch nochmal in der Wiederholung an. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Aus dem Windschatten heraus der Hagi am Nick vorbei. Auf der langen Geraden. Nick zwar auf der Innenposition, aber der Hagi hat hier die Nase weiter vorne und kann hier sozusagen vor dem Nick in die Kurve einbiegen. Mit Iceman 1, Hagi 2, Nick auf der 3, Jim auf der 4, Lancer auf der 5. Gifted auf 6. Chaos Racer auf der 7.
Jetzt kommt auch noch der Mannhausen, versucht hier am Chaos Gräser auch noch vorbeizugehen. Zielgeraden aus dem Windschatten heraus, Manu vorbei am Chaos Racer. Beide nebeneinander jetzt hier. Und denk mal, Manu wird ja als erstes in die Kurve gehen und so schaut's aus. Strati jetzt auch am Chaos Racer dran. Auf Platz Nummer 9. Auf der 10 der Rossi, 8 Sekunden hinter Strati. Da vorne fighten wieder Iceman und der Hagi um den Platz 1. Schnellste Runde in der dritten, Iceman in Alpha 1:39.148. Wir gehen gleich nochmal in Wiederholung. Oh, da hinten wird es aber eng hier. Lancer auf dem Rasen gewiesen. Den Bremsen gleich verpasst. Wir gucken hier nochmal in die Wiederholung. Lancer vorbei und verbremst sich hier. Jetzt wieder drei nebeneinander. Ja, haben wir gerade im Bild. Mit drei Mann hier Startzielgeraden nebeneinander. Lancer, Dead, Nick und der Manu mischt auch noch mit. Der ist jetzt ein bisschen weit draußen gewesen. Jetzt Dead und Nick nebeneinander. Nick geht als erstes eine Kurve, aber der Mannhausen ist hinten dran. Er will das auch noch wissen. Jetzt außen an beiden vorbeizugehen. Tritt jetzt in die Kurve. Oh, da wird es sehr eng hier zwischen den drei. Ich kann hier die Nase vorn halten. Manu mittlerweile vorbei am Dead. Auch der Strati ist jetzt dran hier an dem Quartett. Nebeneinander her und auch Strati außen. Strati außen vorbei. Ah, da hat er sich verbremst. Da hat er sich verschätzt. Das Strati. Eieiei. Schade, schade. Das Strati. Da hat er seine Chance gesehen, vorbeizugehen. Und vertut sich hier. Laufen, da kommt aufs Gras, verbremst sich hier und geht hier ins Kiesbett. Schade, schade, aber der Versuch war natürlich da und die Chance wollte er nutzen, um hier an den dreien vorbeizugehen. Ja,
Iceman 1, 0,4 Sekunden hier vor dem Hagi auf der 1, Hagi auf der 2. Haben wir den Jim auf der 3 und Lancer auf der 4. Der greift jetzt nach dem Jim wieder. Saugt sich jetzt hier wieder ran am Windschatten. Langsam näher an die zwei Führenden. Hagi mittlerweile wieder vorbei am Iceman. Und so mit Hagi auf 1, Iceman auf 2, Lancer auf 3, Jim auf der 4. Auf der 5, der Dead mit 4 Sekunden Rückstand. Manu auf der 6. 0,7 Sekunden hinter Dead. Entity Racing 1,3 Sekunden auf 7. Chaos Racer 3 Sekunden dahinter auf der 8. Rati 4,3 Sekunden dahinter auf der 9. Haben wir gerade gesehen mit seinem Verbremser im Kiesbett. Und der Rossi hier auf der 10, 10 Sekunden hinter dem Strati. Geraten vom Iceman, aber Iceman Quersteher gehabt und das nutzt der Lancer für sich aus. Lancer hier eiskalt vorbeigegangen am Iceman. Jetzt gucken wir, ob der Iceman hier wieder kontern kann. Ist auf jeden Fall am Lancer dran im Windschatten. Jetzt versucht er den Angriff der Iceman gegen den Lancer. Lancer hält hier die Nase vorn. Ja, da sehen wir den Verbremser, weil er auf den Körper gekommen ist vom Iceman und Lancer geht hier vorbei. Und Lancer ist sehr weit rausgekommen. Das ist natürlich die Chance wieder für den Iceman hier, am Lancer vorbeizugehen. Manu greift jetzt Dead an. Iceman wieder vorbei am Lancer. Neben Lancer. Lancer muss seine Penalty abbauen und Jim jetzt auf der 3. Nicht auf der 5, 3 Sekunden hinter Lancer, aber muss jetzt aufpassen, da kommt der Mann außen und versucht jetzt hier am Dead vorbeizugehen. Windschatten, Startzielgerade, Hügel ist flach, er bremst zuerst in die Kurve. Dead auf der Innenbahn. Und Manu versucht hier zu kontern. Ah, komm, beide berühren sich. Da gab es einen Unfall. Und da fliegen beide ab. Jetzt gucken wir uns hier nochmal an. Würde ich mal sagen, ist der Dead so weit rüber gekommen und drückt den Manu hier mit raus an die Bande. Manu Schaden und Dead den Dreher gehabt.
es wird hart gefeitet hier im Finale. Iceman versucht erneut jetzt hier am Hagi vorbeizugehen. Hagi noch vorne, beide nebeneinander, statt hier gerade. Hagi Nase vorn. Vor dem Iceman. Und Halbzeit ist gleich erreicht. Wir sind in der 12. Runde. Somit Halbzeit der Strecke. Iceman erneut aus dem Windschatten heraus, geht am Hagi vorbei. Geht als erstes in der Innenbahn in die Kurve hinein. Jim auf der 3, Lancer auf der 4 und Manu auf der 5. Also jetzt die drei Rensimal Buddies hier auf dem letzten 3, 4 und 5 hintereinander. Entity auf der 6, 0,7 Sekunden hinter dem Manhausen, 3 Sekunden. Boah, dem Chaos Racer jetzt hier mit dem Drift um die Kurve rum, der Nick. Chaos Racer auf der 7, Strati auf der 8. Nach seiner Kollision mit Manhausen hier auf die 9 zurückgefallen. Ossi auf der 10. Da ist man wertspritsparender. Hat noch einen Viertel vollen Tank. Agi ist schon auf Reserve. Auch der Jim auf Reserve, ebenso der Lenzer. Manu ebenfalls auf Reserve. Nick hat noch ein bisschen mehr Sprit drin. Kann somit vielleicht noch eine Runde länger fahren als die vier vor ihm. Chaos Racer ebenfalls noch genug drin. Party auf Reserve. Und Dragon Eyes, Servus, grüße dich, guten Morgen. Und er feuert hier natürlich den Strati an. Das ist der erste Wunderboxes. Gemacht beim Dead. Denk mal. Ah, ne, sah nur so aus. Dead jetzt hier auf der 10 nach Boxenstopp. Denk mal, Hagi wird jetzt in die Box abbiegen. Iceman geht auch in die Box. Geht beide in die Box. Nee, Iceman bleibt draußen. Jim in die Box, Lancer in die Box, Manhausen in die Box, Entity geht auch in die Box. Chaos Racer fährt noch eine Runde, versucht hier sein Glück. Und alle anderen dahinter in die Box gegangen. Jetzt natürlich durch den Overcut hier ein bisschen was rausfahren. Hat noch genug Sprit drin, reicht noch für eine Runde mehr sogar. Wenn er jetzt hier richtig Gas gibt, kann er hier allen davonfahren vor seinem Boxenstopp. Thank you.
Vorstartziel für den Chaos Racer. Ich denke, wird jetzt auch in die Box abbiegen. Und Chris, Mahlzeit, grüße dich. Und dann trifft der Chaos-Racer in die Box rein. Schauen wir uns mal aus der Innenperspektive an hier. Den Drift vom Chaos-Racer. Also zu schnell rein, aber hat das Fahrzeug noch gut abgefangen. Jetzt in der Runde in die Box gehen. 31 Sekunden hat der Hagi hier Rückstand. Er war selbstverständlich an der Box. Jetzt ist hier zwei Runden länger draußen geblieben. Ist der Rest des Feldes. Das ist ein Finale von der laufenden Saison, der Saison 2B. Aber ich gebe dir hier mal den Discord-Link. Da kannst du dich gern anmelden für die nächste Saison. Die startet im April. Die nächste Saison bei WRX. Dann kannst du mal hier bitte auf den Discord-Link von Entity Racing draufgehen und kannst dir alle Informationen zusammensuchen und dich eventuell anmelden für die kommende Saison, weil die WRX ist ein Saison, quasi ein Ligarennen, genau. Ein Cuprennen sozusagen wird hier nur mit dem WRX gemacht. Kein Problem, gerne Chris. So, Iceman ist wieder raus aus der Box. 5 Sekunden hat er hier vor dem HG. Hat also mit dem Overcut hier ein bisschen Zeit gut gemacht auf den Hagi. Alles im Gesamten 4 Sekunden. Manu hat sich leider gedreht und ist ausgerutscht. Manu hat sich gedreht, okay. Aber das ist schon länger her, das wirst du nicht mehr haben. Das ist ja nicht mehr biegen, ja. Nee. Karl fängt mir gerade überholt. Das haben wir noch in der Wiederholung. Das Überholmanöver von Chaos Racer gegen Entity. Naja, genau. Das, die nächste Saison wird noch auf GT Sport gefahren von der WRX. Nicht auf Gran Turismo 7, da warten wir noch, bis das stabiler läuft, alles mit den Lobbys. Strati ist auch bei mir vorbei. Strati ist auch vorbei, genau. Da sehen wir es noch. Das Ende vom Überholmanöver von Strati gegen Entity. Und Manu ist jetzt auch wieder dran. Am Mick. Komm mal hier, ich bin am Mick. Ja, mit dem Windschatten und dem Flügel ist das halt. Hat man kaum eine Chance, da sich dagegen zu wehren. Wenn aus dem Windschatten einer vorbeizieht. Der 22 Sekunden hinter Nick.
13 Sekunden vor Timosi. Nick hat hier nochmal versucht, gegen den Manu anzukämpfen. Und Papacho, guten Morgen, grüße dich. Auch nochmal leichte Berührung hier zwischen Manu und Nick. Iceman 5,5 Sekunden vor dem HGI. Ist das ein Dreikampf? Da hat es Manu. Versucht jetzt hier am Strat hier vorbeizugehen. Nick saugt sich auch ran im Windschatten. Manu vorbei am Strati. Kommt der Konter nochmal vom Strati? Strati jetzt auf der Innenbahn. Dann hier als erstes in die Kurve und geht wieder am Manu vorbei. Hat hier den Manu wieder ausgekontert. Oh, leichter Quersteher von Mannhausen. Leichte Berührung hier zwischen Strati und Manu. Gab es den Lackaustausch an den Außentüren. Und wieder. Da ein bisschen Kontakt hier an der Seite und der Karlsräser ist jetzt auch mitfällig. Jetzt ein Vierer-Duell draus entstanden. Ein Quartett. Auf den Plätzen 5, 6, 7 und 8. Alle vier jetzt hintereinander. Schauen wir mal, wer hier vielleicht vom doppelten Windschatten auf der Startzielgeraden profitieren kann. Auf der 5 vor Manu, Strati und NTT. Manu vorbei am Chaosfräser. Und der Strati hat hier mit dem doppelten Windschatten beide überholt. Strati hat hier profitieren können vom doppelten Windschatten. Schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Da sehen wir, wie er durch den doppelten Windschatten hier vorbeigehen kann. Gab es die Berührung mit Mannhausen, aber weil er auf der Strecke geblieben. Manu versucht sich jetzt natürlich hier wieder zurückzukämpfen gegen den Strati. Immer noch schönes Viererduell hier. Auf den Plätzen 5, 6, 7 und 8. Oh, das Strati fliegt ab. Strati hier auf den Körper gekommen. Von der Strecke geflogen. Da sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Zum Glück ohne Einschlag kann hier das Fahrzeug noch gut abfangen. Okay, Chris ist am Discord-Server vom NTT Racing beigetreten. Alles klar. Dann kannst du es ja alles durchlesen, dir die Informationen holen und vielleicht sehen wir uns dann bei der nächsten Saison in der WRX. I love Ben hier auf der Strecke. Chaos. Chaos habe ich gerade überholt, aber jetzt hat er mich zurückgeholt.
Ja, bin gerade drauf. Ich sehe es. Ich dann dicht hier Stoßstange an Stoßstange. Grün im Windschatten. Fahrzeug gut abgefangen, Anastrati kann hier vorbeigehen am Weg. Das holen wir uns nochmal schön hier in links. Ja, das war der Körb mit dem Fahrzeug drauf gekommen. Aber gut abgefangen. Ja, Chris, würde mich auch freuen. Wie gesagt, der Veranstalter, der Nick, der Entity Racing, fährt hier gerade selber. Der wird sich dann ich mit dir in Verbindung setzen, wenn er das gelesen hat. Alles klar, Swiss Racer. Ja, wann beginnt die neue Saison? Ist die neue Saison mitzufahren? Ich denke an am 10. April ist das erste Rennen von der neuen Saison. Richtig, Nick? Ich weiß es jetzt nicht auswendig, entschuldige. Ja, nee, also so laut Eventkalender müsste es am 10. April anfangen, die genau. Neue Saison. Also in knapp 3 Wochen. Und Swissy, du hast ja auch, ich habe ja den Link gerade reingehauen oben. Da kannst du dich ja auch mal mit draufsetzen. Geb's nochmal rein. Für alle. Wie gesagt, 10. April. Die neue Saison der WX und Hausi hier auch, der Hausi mit dem Quersteher hat hier auch noch mal einen Drift hingelegt, den schauen wir uns auch noch mal an. Wie gesagt, Anmeldungen sind möglich auf dem Discord-Server, alle Info findet ihr da, auch was die Lackierung betrifft. Hier noch mal der Drift vom Hausi. Plätze sind auf jeden Fall noch frei. Und das Rennen ist immer sonntags 10.50 Uhr. Der Rennen startet um 11 Uhr dann. Das Rennen startet um 11 Uhr, genau. Vorberichterstattung ist 10.50 Uhr und Rennen startet um 11 Uhr. Und ihr seht ja, es sind immer 2 Rennen, ein Sprintrennen und ein Hauptrennen. Iceman 10 Sekunden vor dem Hagi. Jim auf der 3. 7 Sekunden hinter Hagi. Halbe Sekunde hier vor dem Lenzer. Der Lenzer will natürlich hier auch nochmal vorbei. Und wir haben jetzt noch 2 Runden. Bis zur Ziellinie. Bis zur schwarz-weiß karierten Flagge. Lenzer jetzt dran am Jim. Die Rennsimmel-Buddies unter sich. Jetzt Windschatten. Lenzer holt jetzt den Windschatten hier vom Jim. Auf der Startzielgeraden. Flügel ist flach bei beiden. Aber der Windschatten natürlich hier besser. Und geht vorbei. Jim kann hier nichts mehr dagegen setzen, muss hier den Lenzer ziehen lassen. Am Chaos und Start ist Zeiten da noch immer sehr. Strati ist dran am Chaos-Racer. Entity auf der 8, 7 Sekunden dahinter, 10 Sekunden vor Dead.
hier, der Lenzertreiber, denke ich mal, den dritten Platz auch im Sack in der Gesamtwertung. Da kann der denn hier nichts mehr ausrichten auf dem neunten Platz. Wir haben noch eine Runde. Esmen, 12 Sekunden hier vor dem Hagi. Letzte Runde für den Iceman. Den mittlerweile jetzt mit dieser Saison fünffachen Champion, der Bering Side of Man. Und wir gehen dann auch gleich rüber in die Fahrer-Party und werden ein Interview mit den Fahrern führen. Und wenn die hier so ins Ziel kommen, sind das auch die drei in der Gesamtwertung. Iceman auf 1, Hagi auf 2, Lenzer auf 3. Jim auf der 4. So, wir gehen hier auf den Iceman. Der Iceman verabschiedet sich hier aus der Saison mit einem Sieg im Hauptrennen und dem Gesamtsieg der Season 2B der WRX Isle of Man. Sagen wir herzlichen Glückwunsch hier an den Iceman Alpha für den erneut gewonnenen Titel dieser Profi. Herzlichen Glückwunsch an den Iceman Alpha. Hast du dir verdient. Super gekämpft. Zweiter Platz geht an den Hagi und auch zweiter Platz in der Gesamtwertung für den Hagi hier. Herzlichen Glückwunsch. Der hat natürlich auch ordentlich gekämpft die Saison, um den Iceman hier zu stürzen. Hat leider nicht gereicht, aber immerhin Platz 2 für den Hagi. Platz 3 geht an den Lenzertreiber. Auch in der Gesamtwertung Platz 3 an den Lenzer. Jim Carroll holt sich 4. Manu wird hier 5. Chaos Racer 6. Strati 7. Knallt hier noch die Karre in die Bande, holt sich hier noch den Motorschaden. Entity Racing Platz Nummer 8. Herzlichen Glückwunsch, GF Dead. Kommt hier als 9. über die Ziellinie. Auch da herzlichen Glückwunsch an den Dead. Und zu guter Letzt der Hussi. So. Ja, Glückwunsch ans Podium und natürlich Glückwunsch an Iceman. Zum 5. Genau. Mal holt er sich die Trophäe. Unglaublich. Genau, hier nochmal im Überblick das Ergebnis. Iceman auf der 1, Butthead Hagi auf der 2, Lenzertreiber auf der 3, Jim Carroll auf der 4, Manu auf der 5, Chaos Racer auf der 6, Strati 7, Entity auf der 8, Gifted auf der 9 und der Hussi auf der 10. Schnellste Runde in der 24. ging an den Manausen mit einer 1:37.669. Super, so, und dann gehen wir mal hier rüber in die Fahrerparty, würde ich sagen. Genau. Damit wir mal ein kurzes Interview machen können. Und Chris, natürlich vielen Dank für dein Follow. Und Swissy, ich habe dir den Einladungslink von Entity E-Racing nochmal privat geschickt, als Privatnachricht.
Aber das ist der Discord-Server, wo du dich anmelden kannst. Es gibt keinen anderen. Musst du dich da anmelden. So, wir gehen rüber in die Fahrerparty. So, die. Aus. So, da sind wir drin. Der Fahrerparty. Was zur Folge kann dein Bier jetzt mein? So, guten Abend. Oder ja, guten Abend. Morgen natürlich zusammen. Ja, war eine kurze Nacht. So, nochmal Glückwunsch hier an alle Fahrer, die hier teilgenommen haben natürlich. Auf allen Dingen auch Glückwunsch an den erneuten, mittlerweile fünffachen Champion, an den Iceman Alpha, der natürlich ordentlich Druck gekriegt hat diese Saison, auch vom Hagi. Da auch herzlichen Glückwunsch, er hat super gekämpft, um den Iceman hier zu stürzen vom Thron. Und der dritte Platz an den Lancer Driver. Nochmal herzlichen Glückwunsch an euch drei. Und da könnt ihr selber noch was dazu sagen, wenn ihr möchtet. Ja, wie war das Rennen? Ja, eigentlich sehr spannend, ehrlich gesagt. Ich habe mal ein bisschen Sprit gespart und auch Zweikämpfe hier mit dem Butthead gehabt. Und ganz ehrlich, letzte Saison, es wird immer besser, die Jungs, immer besser. Es freut mich echt. Sehr gut, ja. Ja, man sieht auch, es werden immer mehr enge Zweikämpfe und wie gesagt, wenn man sich immer Platz lässt, so wie es hier jetzt auch alle macht, dann kommen super Zweikämpfe zusammen und man hat echt Spaß auch beim Fahren. Iceman Alpha, wie gesagt, tolle Leistung, diesmal wieder zum fünften Mal, also Hut ab, muss ich wirklich sagen. Wir machen zwar immer Scherze über das Regal, aber ich glaube, ich muss da wirklich ein bisschen... Das ist unglaublich, auch die, wo vielleicht mal zuhören, die wissen gar nicht, wie stark und wie geil sich das Auto fährt. Absolut, macht das voll Spaß. Ja, genau. Naja, und nächste Saison, wir haben schon zwei Anmeldungen, also Grimmi kommt auf jeden Fall wieder zurück. Der hat diese Saison leider aussetzen müssen. Und dann haben wir einen neuen Fahrer, der eben von der Gruppe 3 auch zu uns wechseln will. Also es wird wieder eine volle Lobby. Wenn noch neue Fahrer dazukommen, also wie gesagt, schauen wir mal, wer auch von den Stammfahrern jetzt noch weitermacht. Man kann das ja nie sagen, es kommen private Sachen. Schauen wir mal. Aber auch Hagi möchte ich. Bei mir muss ich echt sagen, ich weiß nicht, nächste Saison, vielleicht auch nicht, weil ich kriege Nachwuchs. Und ja, dann gratuliere. Wird's schwierig mit der Zeit. Ja, aber genau. Natürlich will ich mir nicht die Serie abreißen lassen und ich versuche alles dabei zu sein. So ist es, genau. Hagi, wie ist dir gegangen die Saison? Du warst recht knapp an Iceman immer dran. Ja, war knapp. Tokio, eine Runde zu früh in der Box gewesen. Letzte Regenrennen, Sprint, ja, war gar nichts. Ja, muss ich ihn ziehen lassen, ne? Aber ansonsten hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Teilweise ja, ziemlich hart. Also. Ja. Ja, letztes Rennen hattest du ja auch noch den Pech mit dem Disconnect gehabt, ne? Was dir viele Punkte gekostet hat. Letztes Mal im Sprintrennen eben ein TKO und somit verliert man da gleich einige Punkte. Lenzer, wie war deine Saison? Eigentlich ganz gut, bis auf das verkorkste Regenrennen. Ja. Und heute leider mich auch mal erwischt mit den falschen Reifen beim Boxenwechsel. Ja. Okay. Aber ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich noch einen Hagi kriegen können, wenn die scheiß Reifen richtig gewesen wären. Ja. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich mit Renn weich gefahren bin, war ich sogar fast an der Bestzeit nochmal dran. Muss den letzten Kurve vergeigen. Okay. Aber ansonsten war ich eigentlich zufrieden. Die Saison ist eigentlich gut gelaufen. Platz 3 gehalten, wie ich wollte. Passt schon. Ja. Also es wird auch immer schwieriger, das Fahrerfeld wird auch immer besser. Also richtig, man merkt extrem, wie sich das Fahrerfeld verbessert. Also es ist aber schön zu sehen, es passt schon. Wie war es für dich, Dad?
Ja, meine Position war eigentlich, dem Feld wegzufahren und dem Führungstrio anzuschließen. Es Ja. war nicht einfach. Also, ja, Und du hast dann einen es Ausritt auch ist. noch gehabt. Ich glaube, du bist aufs Grün gekommen kurz. Naja, Im jetzt Hauptrennen. war irgendwie, weiß ich nicht, ich habe eine Kollision entweder provoziert oder es ist passiert. Ja, kommt vor. Ihr Das, fahrt alle am Limit, das darf man nicht ja. vergessen. Ich war da im Zug und habe eigentlich nicht Ja. wirklich geschaut, wo jetzt der Mano hinter mir ist und irgendwie, ja, keiner Ja. lässt nach und dann war es vorbei im Grunde. Ja, So habe ich keine Chance gehabt, irgendwie jetzt dem Lenzer-Treffer vielleicht einen Punkt abzunehmen oder genau, nicht eben. oder den Abstand zu verkürzen. Also Ja, so. MB Iceman hat es eh im Stream erwähnt, also mit dem 9. Platz ist natürlich dann leider durch den Ja. Ausrutscher da. Wie war es für dich, Ja, Jim? also ich bin mit der Saison voll zufrieden. Anfang war mein Ziel Platz 5, Top 5 irgendwie. Und das ist sich ausgegangen. Dafür, dass ich noch katerbedingt ein Rennen ausgesetzt habe, bin Okay. ich auf jeden Fall mega zufrieden. Und ja, auch heute konnte man sehen, so dass ich langsam versuchen kann, auch mal mit dem vorderen Feld mitzufahren. Ja. Und hat auch mega Spaß gemacht, auf dem dritten zuzugucken, wie Hagi und Iceman sich da Runde für Runde echt faire Zeiten entwickelt haben. Das ist mega geil aus der Perspektive. Allein Richtig. dafür lohnt es sich schon, da mitzufahren da vorne. Ja. Ja, rundum zufrieden und ja, nächste Saison Top 4, ne? Genau. Chaos. Ich weiß jetzt nicht, du bist jetzt beide Male vor mir gelegen. Du könntest mich sogar noch in der Tabelle erwischt haben. Wie war es für dich? Wolfgang? Schüchtern. Okay. Ich sage das schon. Entschuldigung, Entschuldigung, ich hatte Headset aus. Ich sabbel Okay. immer und sabbel immer, ich denke mir auch, Oh, das kenne ich. hab ich was verbrochen, die redet keiner mit mir. Naja, nee, ich bin zufrieden. Ich habe mich stabilisiert ein bisschen, konnte ein bisschen Anschluss kriegen. Ja, auf jeden Und Fall. Ich werde keine ja. Tipps mehr geben. Doch, die brauche ich noch. Ne? Aber für mich ist wichtig der Spaß und wie gesagt, dass ich ein bisschen mich stabilisiere Ja. und sehe, dass ich dann wenigstens nicht überrundet werde. Ne? Dann bin ich zufrieden. Ne? Stimmt. Stratis, wie war es für dich die Saison? Ja, Gemischt, sage ich, einmal mal glaube hinterherfahren, alles gut. Wie gesagt, umzugsbedingt. Nicht mal nicht am Beamer fahren, auf dem kleinen Fernseher. Macht einen Unterschied, aber Oh, nächste Saison ist verstehe. alles besser. Dann greife ich wieder Sehr an. gut. Freut mich zu hören. Milchkutsche ist ja leider heute nicht dabei gewesen. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute für die Saison oder besser gesagt im Nachhinein für das Ende und hoffe, dass er auch nächstes Mal wieder dabei ist. Bestimmt, ich hätte ihn Manu, raus. ja genau, Ja. du hast den Kontakt, das ist ja dein Ja, Teamkollege. Manu, wie war es für dich die Saison? ich fand sie sehr gut. Waren schöne Strecken dabei, schöne Zweikämpfe, wenig Unfälle tatsächlich. Ja. Und jetzt das Finale, auch wieder die Zweikämpfe, einfach super. Ne? Ja. Wenn nächste Season wieder so wird, das Ja, gell, wenn wäre es gleich sehr, von sehr schön, Anfang ja. an so weitergeht, dann haben wir schon eine wirklich tolle Gruppe zusammen. Das muss ich überhaupt sagen, jetzt alle Fahrer, die jetzt dabei sind, es versteht sie, wie gesagt, wir sind nicht vielleicht die besten Freunde, wir fahren ja gegeneinander, wir sind alle Rennfahrer, keine Frage. Aber wir akzeptieren uns und respektieren uns und geben uns die Luft zum Atmen und deswegen, wie gesagt, kommen diese tollen Zweikämpfe auch zustande und das freut mich zu sehen, dass das jetzt endlich einmal Früchte bringt. Das ist wirklich schön. Jetzt haben wir schon was geleistet, die letzten 5, 6 Saisonen. 5 Saisonen waren es ja, genau. Wie war es, Hossi? Wie ist dir gegangen? Ja, ich habe meine Minimalziele erreicht. Ich konnte jetzt mich sogar steigern in der Tabelle und bin jetzt nicht Ja. Letzter. Ausfallsbedingt zwar, aber das macht mich dann auch schon mal ein bisschen froh, dass ich jetzt nicht ganz hinten bin. Ja, und auch, dass ich dann mithalten kann, sage ich mal, dass ich nicht durchgehend überrundet werde. Also das freut mich schon. Und auch Ja. zeitentechnisch bin ich offenbar ein bisschen besser dran als in der letzten Saison.
Oh, auf jeden Fall. Man sieht auf jeden Fall die Verbesserung und du bemühst dich und du versuchst auch wirklich aus dem Weg zu gehen, damit es den Schnelleren nicht im Weg stehst und so. Also ich muss sagen, schöne Entwicklung jetzt überhaupt. Ja, nur weiter so. Die Tabelle ist auch sehr eng. Also wenn man sich die Punkte anguckt von jedem, das ist schon, jeder ist eigentlich super. Und auch wenn man jetzt Achter ist oder so, dann ist das schon wirklich eine Steigerung. Ja, genau, ja. Also das hat mir echt Spaß gemacht und kurz war ich mal am Überlegen, ob ich dann nicht mehr mitfahre, weil ich echt immer, ich sag mal, relativ hinten bin. Ne? Aber es macht trotzdem so viel Spaß, dass ich doch noch eigentlich weiter durchhalten kann. Ich freue mich, das ist steigen. Schön zu hören. Jawohl! Sehr gut. Ja, dann möchte ich mich noch einmal bei euch allen natürlich bedanken für das Mitmachen und auch für die Konsequenz. Ihr seid eigentlich fast, es hat sehr wenig Ausfälle gegeben, wo eben Absagen waren, wo einer nicht mitgefahren ist. Also wir haben immer ein richtig gutes Starterfeld gehabt und wie gesagt, die Leistung top, kann man nur sagen. Gratulation an alle. Und wir sehen uns in der nächsten Saison. Ja, fein. Auf alle Fälle. Schön, dass du auch nicht, ne, für deine Ausrichtung und für deine Zeit, die du opferst. Wie gesagt, manchmal bin ich ein bisschen hinten nach, das wisst ihr eh schon. Aber möchte ich habe die Geduld und das freut mich und danke noch einmal für auch die, dass ihr mir die Zeit gebt. Da ist teilweise mit beruflich und so weiter, ist es natürlich. Wir machen das ja alles nur nebenbei, aber mir macht Spaß, vor allem eben, wenn man dann solche Rennen wie der heute hat, dann weiß man, dass das hat wirklich Sinn gemacht, dass man das überhaupt ins Leben gerufen hat. Und ist gut. Dann möchte ich mich demnächst dann auch noch anschließen an die Fahrer nochmal. Vielen Dank für die Saison oder für die letzten Saisons, wo ihr alle mitgefahren seid. Seid echt eine super Truppe, macht auch richtig Spaß, euch zuzugucken. Ihr seid Fahrer. Kämpft fair miteinander, so muss es sein. Und das macht den Zuschauern, denke ich mal, auch Spaß, da in den Streams mit zuzuschauen. Bei euren Zweikämpfen. Eben, man sieht auch im Stream, es ist immer aktiv im Chat, es werden die Leute angefeuert und genauso habe ich mir das vorgestellt, dass es eben auch Fans gibt und mitfiebern mit den Fahrern. Eines möchte ich natürlich noch sagen, danke auf jeden Fall unserem jetzt schon langjährigen Stammstreamer, MB Iceman, der uns immer wieder wirklich tolle Streams liefert. Das muss man natürlich auch sagen. Und soweit ich weiß, auch nächste Saison wieder dabei ist, richtig? Ja, sehr schön. Auf jeden Fall. Oh, das freut uns, super. Gut, genau, und würde auch mich um ein paar neue Gesichter freuen in der nächsten Saison. Kam ja in den Streams immer mal die Anfragen von Fahrern, dass sie gerne mitfahren möchten. Genau. Den Link haben wir rausgeschickt und würden uns natürlich freuen, natürlich alte, bekannte Gesichter in der nächsten Saison wieder zu sehen, aber auch ein paar neue Gesichter. Und wie gesagt, die Möglichkeit besteht natürlich immer, wenn genügend Leute da sind, dass man eine zweite Lobby macht. Also man kann dann mit A-Division und B fahren. Also bitte haltet euch nicht zurück, sagt die Lobby ist eh schon voll, weil, wie gesagt, machen wir eine zweite. Kein Problem. Das wäre natürlich geil, zwei. Ja. Okay. Komm, schönen Urlaub alle. Man sieht sich in der Besprechung. Danke. Wie gesagt, 14 Uhr für die Fahrer, wo mit dabei sind. Hammertime-Finale. Dann gibt es sicherlich auch nochmal ein spannendes Rennen. Nick, wann machst du die Lobby auf? Eine halbe Stunde vorher. Also halb zwei machst du Lobby auf. Okay. Na, ich meine, viel Glück für deine Familie. Viel Glück für deine Familie, ne? Für den Nachwuchs. Genau. Viel Glück für Nachwuchs natürlich. Dann verlasse ich euch wieder heute in der Party. Wünsche euch allen einen schönen Sonntag für die, wo nachher mitfahren in der Finale. Bis später. Bis später. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Euch einen schönen Sonntag. Ja, das Gleiche. Tschüss. Ja, schönen Sonntag noch. Wer nicht. So, liebe Zuschauer. Wie gesagt, das war das Finale der Entity
Racing E-Series hier mit der WRX Isle of Man. Wie gesagt, den Discord-Link habe ich euch reingeschickt. Wer Interesse hat, meldet euch da an. Meldet euch an und dann könnt ihr nächste Saison hier mit dabei sein mit dem Subaru WRX, was nochmal auf GT Sport ausgetragen wird die nächste Saison bis Gran Turismo 7 soweit stabil läuft, dass wir da auch spannende Rennen liefern können. Wie gesagt, die nächste Saison WRX noch auf GT Sport. Heute 14 Uhr dann das Hammer Time Finale, die zweite Serie, der Nick ins Leben gerufen hat. In einer Live-Lobby, Sardena B, heute 14 Uhr bei mir auf dem Kanal. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten einen schönen Sonntag. Bis denne, euer Iceman. Macht's gut. Ciao.